Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie die Folge schon sagt, Landwirtschaft extrem. Wir müssen Felder anbauen, wie auch immer. Und da ist gerade eine Quest, glaube ich, aufgeploppt oder irgendwie sowas. Painflits Pickett's healthy on his protest. If some silver spoon stiffs want to deny us that, we'll take them shiny spoons and shove them. Okay, Resident Quest. I'm only a cog. It's you what pulls the levers. I'm only a cog if you pulls the levers. I'm only a cog. Doesn't find his parts in the city. I'm only a cog. It's you what pulls the levers. Find and collect the worker pelts. Müssen wir da durch. Das ist ein Item, was hier so random irgendwo zwischen. More's the merrier. Was ist denn der Worker's Pelz? Fetid, festering filth. We all like a nap in the orchard. Na doch, war doch nicht gut. Wieso geht die wieder weg? Ja, mein Englisch ist not very good, deswegen weiß ich nicht, was mein Pelz ist. Muss ich... Picked fresh this morning by yours truly. That fish pie smells gurtless. Ja, wenn ich wüsste, wonach wir suchen. Und ob es überhaupt hier ist. Ich denke schon, ne? That blooming turnip was the size of her head. Game save. Up with a lark this morning, I was. Sorry, as slow as I can. Wir haben doch eine Lupe. Also ist hier ziemlich mal. Das Spiel uns 30 Minuten gibt. That blooming turnip was the size of her head. That fish pie smells gurtless. Don't even mind the neighbors. Ja. Questetat. This worker's gonna do not take care of union meetings. You're tied the knot. Never. One of your pups. Okay. Pups.
zwei Pubs hier. Ja. A little love is all we ever wanted. I don't even mind the neighbors. Danke. Finde ich cool, dieses Quest-System. So nebenbei mal, so zwischendurch mal. Nette Sache. So schöne Ablenkung. So. Hopfen haben wir, Malz brauchen wir noch. Wer mit den Feldern vorn und hinten nicht auskommt, ich kann es dir jetzt schon sagen. Okay, viermal, okay. Wir müssen Stahl. Ernsthaft. So, wie sieht's aus? Fischi ist gut. Kartoffeln kommen wir einfach nicht bei. Ich habe zwei volle Felder. Wir kommen nicht über eine Kartoschki. Ich glaube, hier oben können wir mal so langsam deaktivieren. Stores are inundated! Ja, okay, wir brauchen also Stahl. Brauchen wir für die Seife Schweineköppe. Können wir hier setzen. Was will er hier haben? Lass mich raten. Stahl, okay. Stahl, Stahl, Stahl. It's hard to forget sometimes. Ja, ich weiß. Die NPCs ignorieren wir dezent. So, setzen wir den direkt daneben. Stahl. Okay, was will er denn für Stahl? Oh Gott. Iron 9. Game save. Wo haben wir denn Eisen? Clay, Clay, Clay. Limestone. Iron. Copper. Kohle. Iron Mine. Was ist das doch, ne? Ne, das ist die Mine. Charcoal Clean, aber muss das ja sein, oder? Aber warum will das da vorsetzen und nicht da rein? Deswegen bin ich mir gerade so ein bisschen unsicher. Was macht er denn bei der Eisenmine? Da setzt er sie direkt drauf. Coal deposit. Gehen die da hin und bauen das ab? Ist das vielleicht das Rätsels Lösung? Ja, Explorer. Probieren geht aber studieren, mein Freund.
So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Zwei Kartoffeln, super. Wir brauchen noch knapp 80 Workers, dann haben wir Level 2. Ich glaube, ich kann auch mal... Ja, deaktivieren. Sollen wir hier noch eine große draus machen? Boah. Lohnt sich alles nicht. Das lohnt sich alles nicht. Ja. Wie sieht's denn mit Hopfen aus? 8 Malz. Aha, ja. Oh Gott, was tun, sprach Zeus. Kartoffeln kommen nicht nach. Wir werden garantiert auch noch so ein Hopfenfeld da Gedöns brauchen. Aber wir brauchen jetzt auch Metall. Ja, dann machen wir das mal eben so. So was machen. Mal sehen, ob es klappt. Planting Forest? What? Nobody allies around by Polish and you can check your islands confirmation. Game levels. Saved. Yeah. Uh-huh. As a center, it is the palest shade of mediocre. Ich habe so das Gefühl, dass mir das Spiel so langsam aus der Hand gleitet. Planting Forest. Ja, nee, der produziert selber Kohle. Aber wie können wir denn Kohle abbauen, bitte sehr? Danke sehr. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Dann reißen wir den mal ab. Ja, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kütt das noch. Haben wir denn hier ein schniekes Stück Land, wo wir... Limestone, weiß ich auch noch nicht, wie wir den abbauen können. So. Jetzt müssen wir den Knöser noch irgendwie verbinden. So, was will er? No warehouse. Ja gut, das ist das geringste Problem, Leute. Farmers? Warehouse. So. Ja,
dann wird jetzt Kohle produziert und Eisen abgebaut. Wir haben Limestone, wir haben Kupfer. Fängt die Stinkerei so langsam an. Ich hoffe, dass wir so eine Furnace auch hier hinsetzen können, nicht, dass uns die Felder davon kaputt gehen. Ich weiß ja nicht, ob die Entwickler an sowas gedacht haben, so von wegen Umweltverschmutzung und so. Das muss man überraschen. So, Schweinis. Wie sieht's denn hier aus? Pause. No space left here. Holzhammer. Fischis läuft. Kommen wir gerade nicht mehr. Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Noch ein Kartoffelfeld. You're tying the knot. Never. Ja, dann setzen wir es hier noch hin. Ich weiß nicht, wohin sonst. Kartoffeln war für... Game saved. Hopfen. So. Der geht aber recht fix. Eisen geht auch fix. Und Kohle. Haben wir schon Kohle? Kohle haben wir auch. Dafür haben vier mehr. Achso. Achso, die Furnace müssen wir bauen, genau. Das Stinke-Ding. Den Stinker. Wo setzen wir den denn hin? Am besten hier ans äußerste Ende irgendwo, oder? Würde ich sagen. Oder auch nicht. Okay, da will er. So, er braucht jetzt Kohle und Iron.
Korn haben wir 2 Felder, das muss reichen. Wir haben jetzt 3x Kartoffeln. Haben wir eigentlich für die Seife fehlt oder noch? Jetzt kommen die ganzen Stinker her. Mal weg. Your vessel shall be subject to an inspection. Rendering words. Da haben wir jetzt 3x dasselbe hingesetzt. Ja, das sieht fast so aus, okay. That blooming turnip was the size of her head. Das haben wir. We all like a nap in the orchard. Rendering works, haben wir. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt auf die Eisenproduktion warten. Aber wir hätten den Stinker hier oben hinsetzen können, oder? Ja, das machen wir auch noch eben. Siehst du, guck dir das Gequalme an, da will doch keiner haben hier. Weg damit. Jetzt darüber. Da kimmst du hin. So, da passt ja doch wunderbar. Ist abgegrenzt, stört keinen. Damit kann ich leben. Was ist hier los? So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.